Khan, lass uns mal gleich in der Runde ineinander stellen. Bei Navigation und der Imposter wird dann einen von uns killen und dann wird er denken, wir sind jetzt nicht. Komm. Okay, komm. Was? Der Trick funktioniert. Ja! Was für ein Trick? Ja, so killen und danach wieder erwischt werden. Ich weiß nicht! Hey, Leute! Was geht? Danja hier mit den Fantastischen. Khan, hallöchen. Und? René, hallo! Und? Claudio. Heute alle voll ruhig, Lob, was los Pizza? Da? Die Fantastischen Vier. Ja, wir sind... Das ist vielmehr die langweiligen Vier. Hallo, du bist der langweilige Eine, ich glaub's ja wohl. Hallo! 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 Hallo? Schokolade! Wer sagt das nochmal? Was? SpongeBob. Schokolade. Oh mein Gott, wer war das gerade? War das gerade René? Claudio. Das war René. Claudio, das war Claudio. Hey, Khan, die Mütze ist cool, die steht dir. Ja, ich weiß, ich nehme die jetzt auch. So, Sammy ist wieder da. Ja. Bubble ist auch da. Bubble wollen wir mal nicht hoffen, dass Danja und Bubble wieder Imposter sind? Hey, seid nicht so gemein zu Bubble. Ich kann das ab, aber Bubble hat alles gut gemacht. Sorry, Bubble. Das war Danja schon. Viel Erfolg, Danja. Danke, euch auch. Euch auch. Ich bin Crewmate. Warum hat René keine Hose mehr an? Also ich habe ja auch, also ich meine jetzt hier im Spiel. Eieieiei. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Grün und braun waren bei mir. Ja, Khan, das... Wer von euch war's? Wer von euch beiden war's? Ich war es definitiv nicht und das kann Bubble auch. Security? Das kann ich nicht gewinnen. Ja, genau. Das kann Bubble nämlich bezeugen. Weil ich war mit Bubble die ganze Zeit zusammen. Und dann haben wir Khan zusammen gefunden. Moment mal, wie schnell ist denn Bubble in Security jetzt? Er hat übrigens die Lights gefixt. Ja, das passt so hundertprozentig. Also, Bubble hat die Lights gefixt und dann sind wir beide zu Security gelaufen. Ist auch nicht so weit. René, du bist noch gemutet. Oh, sorry. Also Bubble ist es zu 100% nicht. Das habe ich ja gerade auch geschrieben, weil Bubble hat Lichter gefixt. Wo und da sind wir zusammen in Richtung Security gelaufen und da lag dann eben Khan. Mhm. Du hast die Lights gefixt, René? Nee, ich bin zum Lights fixen gelaufen und da hat Bubble das schon gemacht. Hast du mich da gesehen? Nein. Weil ich stand auch da. Ja, aber ich war auch nur am Eingang von Electrical. Okay. Weil ich kam gerade, ich war auf dem Weg zu Security, weil ich da auch hin wollte wegen Task. Dann bin ich nochmal wieder zurückgelaufen, weil Lichter ausgegangen sind. Und dann war schon Lichter gefixt. Und das hat dann ja offensichtlich Bubble gemacht. Und dann sind wir zu zweit halt zur Security gelaufen. Ja, ich glaube, warte mal, Braun und Zitrone saven sich gerade, aber warum? Warum gerade? Weißt du, das sind die einzigen, die nicht gesagt haben, wo die waren. Admin. Sicher? Okay. Weil die habe ich nicht gesehen, weil Danja und CC schließe ich aus, die waren wirklich. Wir waren wirklich in Nef, ja. Ja, ich weiß, also für den Kill schließe ich euch aus. Für die anderen Kills. Das ist nett das von dir. Was für die anderen Kills? Es gab bisher nur einen. Ja, ich sag ja, für die anderen, die kommen werden. Achso. Oh, zwei für Danja. Das waren wohl die beiden Imposter. René und Claudio. Boah, Claudio, tu es nicht. Tu es bloß nicht. So. Alright. Upload.
Okay. 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 Ja, also wir drei haben uns ja am Ende bei Edmund gesehen. Das muss natürlich jetzt nicht so viel heißen, weil die Runde etwas länger war, aber... Wo kommst du her, René? Deswegen würde ich euch beide jetzt eher erstmal rausnehmen. Also ich habe Claudio... Wo kommst du her, René? Also ich habe... Ich kam gerade aus Cafeteria. Also ich habe Claudio, relativ am Anfang waren wir zusammen bei Weapons. Ja, für den Kill schließe ich dann ja auch wieder aus. Danke. Also du kannst gar nicht gewesen sein, wenn er ein Reaktor war. Ja, das ist richtig. Ich kann es auch nie sein, weil ich Crewmate bin. Patrone war... Alles irgendwie schwierig. René sagt, er kam aus Cafeteria. Ich bin aber auch durch Cafeteria gelaufen. Ja, aber du warst doch schon da, als ich zu Edmund gekommen bin. Ja, klar, aber wo kamst du her? Weil du kannst ja dann theoretisch, du musst ja dann... Bei Weapons. Nee, also ich finde dich ein bisschen sus, René. Warte, wo warst du vor Weapons? Ich bin von Shields gekommen, oben lang. Das kann Danja übrigens auch bestätigen. Ja, Danja, stimmt das? Von Shields? Ja. Es kann sein... Da haben wir es gesehen. Also in der ersten Runde habe ich dich auf jeden Fall gesehen. Nein, jetzt gerade, das stimmt zu 100%ig, also guck's dir gerne an. Okay. Ja, okay. Ich weiß es nicht, ich sehe es manchmal nicht so richtig. Danja, achte drauf, wenn ich jetzt weg bin, dann... René, heilig sus. Ich finde Renés Unterton sehr sus. Ja, finde ich auch. Mal gucken. René klingt so ein bisschen genervt. Das tut er eigentlich nur, wenn er schuldig ist. Kann ich hier. Okay. Okay, da habe ich jetzt René gesehen, ich habe Claudio gesehen und ich habe Grau gesehen. Don't do it, René. Ich hab's gewusst. Okay, das hat gut funktioniert. Hier ist Zitrone. Die kann vielleicht dann gleich so ein bisschen bezeugen. Ah, okay, hier ist Sammy. Ah, ich hätte eigentlich... wäre eigentlich gut gewesen, wenn ich nicht mit Sammy zusammengeblieben wäre. Dann hätten wir vielleicht einen Double Kill versuchen können. Ich laufe jetzt mal mit Sammy zusammen. Okay, oder... Lass mich raten, Security? Ja. Jemand muss gewendet sein. Wo warst du, René? Ich war gerade bei Electrical und kam von Storage. Wo warst du? Ich war in Admin. Mhm. Hatte ich da jemand gesehen? Nee, Bubble. Ich bin Bubble entgegengelaufen. Wann? Am Ende? Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Bubble war am Ende auch bei Electrical, das kann Bubble auch bestätigen. War gerade zuletzt mit Claudio und Blau Upload. Kam schon wieder von Shields, was machst du denn Shields, René, so oft? Ja, kann mal passieren, dass man daherläuft. Was machst du dir in Admin die ganze Zeit? Karte swipen, dann habe ich in Communication. Ja, Download. Aber du warst ja jetzt schon die ganze Zeit in jeder Runde. Nein, hör zu. Wenn ich jetzt so random Susses wie du immer machen würde, dann könnte ich auch sagen, hast ja gar keine Aufgaben. Letzte Runde konnte ich die Karte nicht swipen, weil jemand gereportet wurde. Dann habe ich die jetzt Karte geswiped, dann habe ich in Communications mein Download gemacht. Dann muss ich meinen Upload in Admin wieder machen, René. Aber hast du nicht Karte swipen ganz am Anfang gemacht, so wie jeder normale? Nee, ich bin zu Weapons. Aha. Also gerade, weil du jetzt die ganze Zeit so auf mich immer gehst, ohne Grund, kann ich mir jetzt echt vorstellen, dass du es auch bist. Aber ich skippe sowieso, weil 7 Leuten vote ich niemanden.
Okay, ah, deine zwei Imposter. Also René ist auf jeden Fall auf mich gegangen, dann noch dein Imposter-Kollege. Mhm. Ja, genau. René richtig genervt. Bin immer genervt von dir. So, jetzt ist die Frage, versuchen wir Claudio jetzt so schnell wie möglich zu erwischen? Ich laufe mal mit Sammy so ein bisschen rum, da können wir vielleicht einen Double Kill versuchen. Wobei, hier ist niemand. Weg hier. Wäre natürlich gut, wenn mich jetzt hier jemand findet. Lime. Es ist Lime. Ja? Ja, es ist Lime. Also hast du es gesehen, oder? Ja, ich hab's gesehen. Okay. Ich glaube, da wird jetzt eine Entschuldigung fällig, oder? Nee. Monsieur Claudio? Nein, es ist Lime. Ja, also dich würde ich am Ende auch nicht rausnehmen, aber wenn du jetzt sagst, du hast es gesehen, nein, dann würde ich jetzt... Nein, es ist Lime, 100%. Ich hab nicht gesehen, wie er gekillt hat. Haben wir Ejections an? Also kann man sehen, wer ist? Ich weiß es nicht, ob wir jetzt wissen, ob das ein Imposter war, wie wir sehen. Ja, weil... Okay. Weil es wäre natürlich ganz praktisch zu sehen... Aber wir sehen es jetzt. Also es ist Lime. Die auch vertraut. Es muss Lime sein, René. Es kann niemand anders sein. Ja, was wahrscheinlich jetzt gar für mich gewotet, ne? Nee. Ich glaube, Lime hat dich gewotet, weil er das noch auf dich schieben wollte. Er muss es sein. Wenn nicht, kann gut sein, ja. Dann schießen wir ins Bein. Klar. Okay. Klappt. Uiuiui, ich sehe gerade, die Aufgaben sind ja fast fertig. Eieieiei. Das ist natürlich nicht gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, wir müssen jetzt echt Gas geben, Leute. Sonst ist Feierabend. Wieso ist denn jetzt hier die Tür zu? Eieiei. Okay, aber offensichtlich haben wir noch eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt erstmal sabotieren. Und zwar... Nicht schlecht, René. Gar nicht so schlecht, René, muss ich sagen. Gar nicht du so schlecht. Bist schon. Nee, das war ziemlich schlecht. Aber die Zeit war okay, vorbei. Sie haben dich alle gesehen, okay. Die haben dich alle gesehen. Ja, okay. Warum wettest du denn wieder da raus? Er wollte dich einfach noch killen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Können wir gleich in der Runde, kannst du bitte die Tars bitte einfach relativ hoch stellen, damit wir mal ein paar Runden nur durch rausvoten und so jemanden bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich machen. Ich kann noch ein paar Tasks dazu. Einfach wirklich so viel, dass es eigentlich schon fast unmöglich ist. Vor allem, René, wo bleibt die Entschuldigung? Ich wusste doch, dass du es bist. Er wollte doch die Entschuldigung aus mir rauslacken. So gemein. Ja, trotzdem eine Entschuldigung, war trotzdem random. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, mir auch. Also ich war original, glaube ich, nach 15 Sekunden war ich tot. Und wer hat dich bekommen? Sammy. Also Lime. Ich habe mir extra noch vorgenommen, wenn ich jetzt Khan sehe, dann werde ich den definitiv am Leben lassen, aber da hat ja, ich glaube, es ist nicht gut, direkt zu Camps zu laufen, weil ich habe das Gefühl, da wird man direkt erwischt wegen dem Vent. Oh, Khan. Oh, meine PS5 ist wieder da. Freut mich. Und Hotte Birne ist wieder da. So, ciao, ciao. Ich bleib jetzt mal bei der Gruppe. Nein, ich bleib bei der Gruppe, habe ich gesagt, und mach schon wieder Task.
Macht Danja auch den Download? Bitte lass mich nicht alleine, bitte. Bitte lass mich nicht alleine, bitte. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Bitte. Nur einmal. Lass mich doch nicht alleine. Oh Gott. Claudio? Und Danja, ich glaube, Danja ist es nicht. Nein, Danja ist es nicht. Danja ist safe. Die würde das mit dem Upload, Download und Upload nicht machen. Hoffe ich mal. Weil sie denkt nicht dran. Oh. Lime kommt von da. Ich muss mal bei Electrical gucken. Warum ist Lime weggelaufen? Wenn jetzt bei Electrical was ist, dann könnte es vielleicht sein. Hier sind die Türen zu, okay. Hm. Okay, ich dachte erst. Kann mich nicht einer hier saven? Gott, das Licht ist schon wieder aus. Nein, meine also. PS5 hat's erwischt. Okay, wo? Wahrscheinlich in Electrical, oder? Ja, Electrical, ja, und Nick und Bubble waren am Lights fixen. Ist zufällig. Als ich reingekommen bin. Ja, ist zufällig. Wo war Lime? Das weiß ich nicht. Hab ihn auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Weil Lime ist durch die Cafeteria zur anderen Seite gelaufen, als der Reaktor anging. Und kam von Medbay raus. Dann ja, wo wir Richtung Reaktor gegangen sind. Deswegen habe ich bei Medbay geguckt und bei Electrical, ob vielleicht Lime gewantet ist. Ist ein guter Punkt, Karl, weil als der Reaktor anging, war ich in Navigation mit Zitrone und dann kam, also da bin ich auch nach Weapons gelaufen. Das heißt, rechts kann er auch nicht gewesen sein. Ist ein also ihr Punkt meint, dass Lime gewantet ist? Ja, aber da war der Kill nicht. Das war das Problem. Ach, ja, der, okay. Der Kill kam erst später. Aber du sagst halt, dass er nicht aufzufinden war und das ist ein guter Punkt eigentlich. Ja, also Bubble war auch vorher Zitrone. Mit mir, ja. Aber die beiden waren halt bei Electrical. Ich habe halt Lisa und Hotte Birne nicht gesehen. Sonst habe ich jeden, glaube ich, einmal gesehen. Also ich habe Lisa zwischendurch einmal kurz gesehen. Das war, Ja, also, In Admin. Also Danja save ich auch, weil die hat Download und Upload, Download und Upload gemacht. Ja. Und so klug ist Danja nicht. Dass sie das. Danke. Ja, wie gesagt, also. Das habe ich auch über dich gesagt vorhin, Karl. Also, saven kann ich auf jeden Fall nur Zitrone, aber ich skippe erstmal. Okay, wer hat mich jetzt also gevotet? Also, ich habe Lime gevotet. Ich habe Danja gevotet. Warum? Danke. Ich habe ein bisschen Angst, dass es Claudio ist, weil Claudio spricht mir sonst nicht so zu. Ich bleib jetzt bei Danja. Okay, ich schütze dann ja, solange ich hier bin. Ah, Karl, laufen wir wieder zusammen rum. Das ist doch schön. Wo willst du hin? Ich muss hier noch zu Electrical. Hab hier noch Dinge zu tun. Hier ist natürlich immer eine Möglichkeit für Double Kill. Ja, Claudio kommt. Wenn jetzt die Tür zugeht, ne? Nein, doch nicht. Hä? Hä, wer war das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Oh nein, Claudio war gerade noch vor mir. Ja, ich hab auch gerade gedacht. Also irgendjemand. Wo ist es denn? Im Flur vor Admin. René, wo warst du? Ich war in Reactor und kann dadurch Lime und Zitrone ganz gut saven. Lime und Zitrone?
Mhm. Wobei, ich glaube ich zumindest, dass die beiden es waren. Doch, das müsste aber. Ja, Danja, klasse Frage, glaub, dass du. Also, ja. Wird bestimmt jemand sagen. Naja, Mann, kann ja ey. Sein. Kann doch sein. Frag doch noch direkter. Ja, es muss ja wirklich jetzt gerade in diesem Moment passiert sein. Und wen savest du jetzt, René? Zitrone und Birne. Zitrone und Birne. Also die waren mit mir zusammen in Reactor, sind Birne ist dann mit mir zusammen Richtung Lower Engine und Electrical gelaufen. Mhm. Warte, Danja, haben wir Lisa in Storage gesehen? Ich nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Aber sie hat ja auch Benzin aufgefüllt und das ist ja unten. Ja, aber wenn man... Es kann sein, dass da gerade der Lichtkegel... Oh, warum habe ich das nicht gesehen? Warum bin ich so spät erst... Das war eine Millisekunde, glaube ich. Es war nicht mehr in meinem Lichtkegel drin. Ja. Boah, ich muss leider skippen. Ich weiß es nicht. Also Kahn und ich sind wirklich gerade... Also Claudio ist gerade bei uns weggelaufen. Er ist umgefallen einfach. Aber ich habe niemanden mehr gesehen. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, das macht mich und Danja jetzt das, aber... Ja, ich überlege gerade auch, ob ihr beide es seid, aber ich würde auch erstmal geskippt. Dann hätten wir das halt jetzt nicht gesagt. Mann, warum habe ich das nicht gesehen? Claudio, tut mir leid! Beim nächsten Mal musst du hinterherlaufen! Ja, aber ich habe dich noch umkippen sehen. Ja. Sorry. Beim nächsten Mal einfach hinterherlaufen statt reporten. Ja, bin ich ja, aber ich bin ja Cafeteria gelaufen. Ja, ihr hättet ihn eingeholt. Komm, Danja, wir gehen nach oben. Komm nach oben, Danja. Okay, Danja hat's gesehen. Ja, gut. Ja gut, okay, das hat war schon mal jetzt grau. Also hast du es gesehen, oder? Ja. Okay. Hab ich. Ja, ich hätte Lisa dafür noch saven können, aber... ja. Dann ist das ja sowieso nicht mehr notwendig. Ja, ich meine, am Ende kannst du es auch noch sein, aber ich würde erstmal... Wäre natürlich gut, wenn das jemand anderes noch bestätigen könnte. Ja, was denn? Ich bin die ganze Zeit mit Kahn rumgelaufen. Jetzt kam gerade Nick da um die Ecke bei Upper Engine, weil Kahn ein Stück vor mir war und hat ihn halt gekillt, einfach, weil er dachte, Kahn ist alleine. Dann hast du einfach ein paar Runden Kahns Vertrauen aufgebaut und dann auf jeden Fall. Und dann kill ich direkt mein bestes Alibi als erstes. Nein. Ich glaube auch, dass es jetzt eher Nick sein wird. Oh, knappe Sache. Das war wirklich ziemlich knapp. So, aber das war jetzt erst einer, oder? Das bist, ne? Okay, jetzt habe ich natürlich keinen Kahn mehr, der mit mir rumläuft. Ich versuche jetzt einfach mal so schnell wie möglich meine Tasks zu machen, aber wir haben halt wirklich extrem viele. Kill mich bitte nicht, Hotte Birne, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, gut. Das heißt, dann kann ich jetzt komplett meine Arbeit nutzen als Detektiv. Und ich schau mal, ob hier... Ui, okay. Also ich war mit Lisa am Ende bei Reactor, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie eher rausfällt. Das heißt, Hotte Birne oder Bubble? Also entweder Self-Report oder Birne. Da ja die Zeit allerdings sich dem Ende zugeneigt hat, würde ich jetzt eher auf Birne gehen. Mal schauen, ob Bubble was gesehen hat. Jetzt schauen wir nochmal, ob Birne irgendwas schreibt, aber das Problem ist,
Birne könnte jetzt auch alles antworten. Ich könnte das meiste sowieso nicht. Ja, genau. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich am Ende nicht sagen. Ja, also es muss ja eigentlich echt Bubble oder Birne sein. Deswegen gehe ich jetzt auf Birne. Und wenn das Spiel weitergeht, müssen wir ganz schnell auf Bubble gehen. Sehr schön. Ja? Ja. Was, Birne? Ja. GG, René! Du Jawohl. Hast Birne und mich sogar noch weglaufen sehen, René. Deshalb dachte ich, eigentlich kann er das jetzt gar nicht wissen. Oh, das habe ich dann übersehen. Dann geht's los, Leute. Viel Erfolg, René. Danke. Euch auch. Also, ich wieder Crewmate. Jetzt ist die Task aber wirklich da. Warum stehst du denn da so rum, Kahn? Immer noch da oben? Nee. Claudio! Wo bist du? Okay, wo? Okay, wo? Specimen. Wo? Also da direkt. Ah, okay, wer kam denn gerade? Warte, stopp. René, wir waren da. Ja, meine und eine andere Person. Meine PS5 war da. Auf jeden Fall kam hinterher. Claudio, mit wem kamst du? Ich kam mit niemandem. Doch. Ja, auf jeden Fall kamst du von Specimen. Ja, ich habe aber nicht gesehen, wer das war. Die Lights waren aus. Warte, hier. Vielleicht bist du es auch gewesen. Ich glaube, Claudio ist es. Doch, ich glaube, Claudio ist es. Ja, ist ein guter Sass. Also es war auf jeden Fall, also zwei Möglichkeiten. Es war noch eine andere Person mit Kahn, mit Kahns PS5 und mir unterwegs. Das kann ich jetzt aber auch echt nur tippen. Vielleicht Lara, also blau. Also Kahn, aber schaut mal, guck mal, ich glaube, Lara war es. Lara kam mit uns. Genau, das heißt Lara oder Claudio am ehesten, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter Sass, aber ich habe nichts gesehen. Ich kam in Weapons, also unten an, da waren beide von Admin waren Kahn da, Kahn PS5 und mehr habe ich nicht gesehen. Also da waren noch mehr, aber ich habe keine Farben erkennen. Ja, aber du kamst ja von Specimen. Du kamst ja aus Specimen. Klar. Und sobald du in Specimen reinläufst, kommt schon das Report-Ding. Danja, du bist dann wahrscheinlich von oben rechts von Level 1. Ja, ich glaube, Claudio hat einfach nicht damit gerechnet, dass so viele noch unten sind bei Lights Out. Ist okay, aber ich bin es halt echt nicht. Oder wo die Lights Out ausgegangen. Obwohl, davor. Ich bin es halt echt nicht. Aber ist okay. Aber schon, also verstehst schon, Claudio, dass ich das. Ja, ist okay. Ja, ist aber, okay, aber in dieser Runde ist es kein random Sus, Claudio, sorry. Ja, ist okay. Du kamst halt von da. Nicht. Oh, ihr habt gesagt, egal. Sorry, aber er kam von da. Ich mach jetzt mal die Lichter an. Na, ist schon. Lara war hier unten.
Schon wieder sind die Lichter. Claudio ist das safe. Claudio hilft gerade, glaube ich, wo er tot ist. Okay, doch nicht. Okay. Ich weiß wieder nicht, wie das Ding heißt. Wie heißt das da, wo diese Rädchen sind zum Drehen? Unten links? Das hat keinen Namen. Ja. Unter O2, glaube ich, O2. Ne? Ja, genau. Okay, ganz unten links einfach. CC war öfters bei O2 auf jeden Fall, also orange. Ja, CC war auch gerade dort in der Nähe. Ja. Danja, du warst ja zwischendurch in Communications zusammen mit Dunkelgrün, richtig? Weiß ich nicht mehr. Ich habe nur Kahn einmal kurz gesehen. Ja, ich war wieder mit PS5. Was? Aber das stimmt doch, Danja, oder? Ich weiß es nicht genau, ob Grün da also dabei war. Ich weiß auch gar nicht, wo Communications ist. Ich war jetzt gerade zuerst diese Gasflaschen auffüllen und dann bin ich runtergelaufen. Communications ist da dieser einzelne Container auch in der Nähe von O2, der abschließbar ist. Wo da war Kahn drin. Da war Kahn drin, da war ich nicht also drin. Ich glaube, es ist einer von uns. Nein, also entweder ist es Claudio, wie schon vermutet, oder einer von euch beiden, weil es gehen ständig die Lichter aus. Und das ist so ein Move, den eigentlich nur wir machen. Danja ist raus, es könnte René oder Claudio sein. Vielleicht sind es auch René und Claudio. Yes. Ist Danja safe? Also ich... Eigentlich schon, doch. Weil du warst da auf jeden Fall gerade, Danja. Deswegen überrascht mich, dass das so sagst. Also, du warst da nicht. Ich war da auch nicht. Kahn war da drin und da war die Tür zu. Wo war ich? In Communications. Ja, das stimmt. Da war die Tür zu, da konnte ich gar nicht rein. Nein, ich war in Weapons. Ich bin da vorbeigelaufen. War das, nee, ist das Weapons? Dann war das zu einem anderen Zeitpunkt, aber du warst auf jeden Fall. Also ich war rechts neben Office zuerst, dann bin ich runtergelaufen und dann habe ich diese Gasflaschentask gemacht. Es muss einer von uns sein. Ich glaube, wir drei sind safe, würde ich jetzt mal behaupten. Schon, dass ich niemanden mehr finde, weil es wird schon langsam ziemlich sass, dass ich ständig irgendwelche Leichen finde, aber ich find's nicht. Doch, okay. Okay, wow, damit habe ich nicht gerechnet, dass es doch pink ist. Oh, da habe ich einmal kurz die PS5 verlassen. René, du warst doch da gerade in der Nähe. Ja. Hast du noch irgendjemanden gesehen außer dir selbst? Dich.
Naja, dann kannst du ja aber nur du hast doch gesehen, sein. Aber schau mal, warte mal kurz. Du hast mich doch gesehen, wie ich von Electrical von rechts gekommen bin. Und dann sag mal, wie dumm nicht, wäre das, wenn ich da Karten erwische? Rechts gekommen bist. Ich hab die Lights gefixt, aber ich weiß nicht, wo du hergekommen bist, aus welcher Richtung. Ja, also ich war auf jeden Fall von rechts gekommen. Und du hast ja auch gesehen, ich stand nicht die ganze Zeit bei Security. Wir sind ja da zu zweit hingelaufen. Ich habe auch erst Kahn gar nicht gesehen, weil der ja unter dem Schreibtisch lag. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Da hat er sich versteckt. Ich habe nur den Report-Button gesehen. Ja, genau. Ich habe den auch erst gesehen, als ich schon wieder auf dem Rückweg war. Und dann bin ich da nochmal hingelaufen. Aber dann hast du auch schon reported. Nur, wenn ich die Person da erwischt hätte, dann wäre ich ja über alle Berge schon weg gewesen. Dann hätte das ja keinen Sinn gemacht, wenn ich da noch grundlos geblieben wäre. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich, auch wenn ich dich gerade gesusst habe, erstmal rausnehmen würde, weil das Argument natürlich für dich auch zutrifft. Ich habe auch gerade Lights gefixt, ich hätte es gar nicht gewesen sein können. Ich bin von unten reingekommen, habe dann die Lights gemacht und dann bin ich wieder hoch. Ja, also du hättest natürlich keinen erwischen können, dann Lichter aus und dann fixen, aber macht trotzdem keinen Sinn, weil dann bist du ja immer noch in der Nähe. Das hätte schon zeitlich gepasst, aber dann bist du ja immer noch in der Nähe und Kahns automatisch PS5 hat dich gesehen beim Lichtermachen. Das kann sein, ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn du kurz vor mir schon dort warst? Ich glaube, das war beim anderen Mal, es wurden ja zweimal Lichter angemacht. Wow, es ist Anna. Anna mal wieder überragend. Ja, okay, du warst es also schon mal wirklich nicht. Okay, jetzt fragen wir Grün mal, ob Grün links oder rechts war, weil rechts war ich ja zwischendurch, dann hätte ich den eigentlich auch sehen müssen. Also Kahns PS5 hat auf jeden Fall jetzt bisher am meisten Vertrauen bei mir, deswegen wenn Kahns PS5 Grün jetzt verdächtigt, dann würde ich da erstmal mitgehen. Wir schauen jetzt erstmal, was Grün antwortet auf meine Frage. Und Anna kann es natürlich auch sein. Ich glaube, Anna habe ich zwischendurch immer nur ganz kurz gesehen. Und das bedeutet, zu der kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich kann es aber nicht gewesen sein, das würde jetzt, glaube ich, erstmal jeder sagen. Oder mal schauen, was sie schreibt. Okay, ich war ganz unten links. Ja, also, boah, ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich würde jetzt aber erstmal mit Grün gehen. Grün hat jetzt auch nichts mehr geschrieben auf meine Frage. Zwei Leute einfach nicht abgestimmt. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe jetzt echt ein ganz ungutes Gefühl. Wir sind noch vier Leute und das bedeutet, wenn jetzt noch zwei Leute erwischt werden, ist Feierabend. Wir machen jetzt erstmal wieder Lichter an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir jetzt hier so ein bisschen... Also, weil dann hat der Imposter natürlich ganz leichtes Spiel, wenn jetzt hier alle Lichter aus sind. Ja, ich glaube, am meisten Sinn macht es echt, wenn wir hier die ganze Zeit zu viert rumlaufen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Aufgaben so schnell wie möglich durch sind. Aha, Kahns PS5 läuft jetzt alleine weg. Und Lost auch. Ich finde, das ist immer ein Zeichen, dass man eher Imposter ist, weil Anna zum Beispiel kann mich ja jetzt... Wobei, Anna kann mich auch erwischen, wenn die Imposterin ist. Was? Die war es also? Okay, die war es auch nicht. Was also? Ei, 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 ei. Das war... Gut, mal schauen, ob sie es jetzt rausbekommen. Ich bin auch sehr gespannt. Claudio, dein Kill in der ersten Runde war natürlich nicht so gut, ne? Ja. Ach, warst du das, Claudio? Schafft, ne? Natürlich war Claudio das. Nein, ich war das immer noch nicht. Natürlich, Mann, wer sonst? Schaut doch einfach, Kahn, schau doch gleich. Ich war es wirklich nicht. Also, ja, egal, wer es war. Wurde. Ja, ist okay. Auf jeden Fall richtig gut gespielt bisher von Anna. Ja, Anna ist ja, sehr, mega, sehr, Anna ist sehr jetzt stark. Schafft. Bitte, Anna, komm, ich schaff es. Ich gönne es einfach Anna nur, weil die ist... Ja, Anna, aber Anna spielt immer sehr gut.
Ja, das stimmt, aber jetzt gerade ist wirklich eine sehr überragende Runde. Vor allem, ja, dann hat sie ja 8 Leute rausgekriegt, das ist echt. Ich habe Anna so vertraut. Aber auch fast immer an der gleichen Stelle, ne? Ja. Ja. Dann gut gespielt, ja, ehrlich. Ja, da kann Spears5 auf jeden Fall recht. Ja. Aber wer ist denn der zweite Imposter? Ich glaube Orange, weil ihr habt Orange rausgevotet. Also es kann ja nur du oder Orange sein, weil alle anderen sind gestorben. Aber eigentlich, also wenn die so überlegen, ich sage immer noch PS5. Du. Nein, sowohl die PS5 als auch Grün haben eigentlich gesehen, dass Anna und ich übrig geblieben sind. Ich würde zwar Anna gönnen, wenn sie gewinnt, aber eigentlich müssen die das gesehen haben. Ja, Kans PS5 hat es auch gerade. Ja, dann ist sie jetzt raus. Aber sehr gut gespielt, wirklich. Ganz stark, ganz stark. Oh, das ist traurig. Sie hätte, aber das hat sie wirklich, also ganz stark gespielt. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, Claudio. Ja, wenn du es jetzt doch bist, Claudio. Natürlich ist es Claudio. Natürlich. Ja, sonst. Ja, was denn? Dann, obwohl wir schon alle erwischt wurden. Finja hat doch geschrieben, dass Claudio sie von Claudio gekillt wurde. Hey, nein, ich war gar nicht Imposter. Ja, okay, Claudio. Aha, voll witzig. Das war ein Anzeigebug wahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch ein Anzeigebug. Ja, das war dein Pech bei Specimen, weil alle waren halt unten in dieser. Ja, wirklich 4-5 Leute waren das da. Ich dürfte einfach nicht rauslaufen. Das war mein Fehler. Ich finde, Specimen ist aber auch nicht gut geeignet dafür, weil du kannst da nicht wenden. Du hast da nur diesen einen Gang, wo dich alle sehen können. Ja. Also O2 da, wo Anna gerade, wo du gekillt hast, Anna, das ist schon die beste Stelle, finde ich. Okay, dann sind wir vollzählig. Let's go, Party People. Yep. Viel Erfolg, Claudio. Danke. Ich krieg echt zu viel hier langsam. Hotte Gurke und Pinker! Claudio, sehr gut! Ja, Hotte Gurke und Pinker! Komm, ab! Ja, es hat schon wieder geklappt! Es war die Gurke und Pauline. Pink. Pauline. Ich hab mich schon gewundert, dass da so viele Leute hinlaufen, obwohl die Tags nicht ist. Fake Tags. Wen wollen wir denn zuerst? Ja, gut gemacht, Leute. Es gibt keine. Nee, schreib's doch nicht rein, schreib's doch nicht rein. Ich will mal sehen, was die da schreiben. Ja, okay. Warte, wir fragen sie mal. Frag mal, welche. Das war so gut. Genau, frag mal, welchen Schlüssel. Oh nein, die PS5, nein, sag es doch nicht. Weil, egal, aber ich wollte trotzdem, wen wollten wir als erstes kann? Aber müsste ja trotzdem passen. Nein, die Gurke wollte nicht bei uns sein. Nein, das glaube ich nicht. Dafür bist du viel zu gut. Da Pauline nicht antwortet, würde ich erst Pauline rausvoten, oder? Ja, ich würde auch sagen Pauline. Okay, Pauline ist als erstes raus. Ey, das war so gut. Du bist es, Claudio. Das wäre natürlich, wär natürlich richtig stark. Das wir Claudio, ja so machen. Das jetzt einmal richtig nutzt, so. Ja, okay, wir können es ja so machen. Danach voten wir heute Gurke. Wenn die beiden es nicht waren, dann votet ihr mich. Und wenn ich es nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir hören mal damit auf, weil die anderen Leute wissen ja nicht Bescheid. Sonst ist es einfach Kahn, der einfach jetzt alle reinhauen will. Dann wurde echt alle getrollt. Könnte auch sein, wenn Taktik von Kahn. Ach so, wir machen es jetzt doch weiter. Ja, doch. Jetzt noch Gurke. Wenn es Gurke nicht war, dann bist du es, Claudio. Gurke, und wenn du es nicht warst, dann ist es Kahn. Sorry. Okay. Das wird einfach nur eine Voting-Runde die ganze Zeit. Sorry. Ja, Gurke hat sich auch selbst gewählt. Also wenn das wieder geklappt hat, ne, dann war das schon wieder ein 1000 IQ-Move. Pauline left the game. Oh nein. Oh nein, so Pauline. Also, wenn ihr beiden es jetzt. Oh, es tut mir so leid. Oh Gott. Es ist wieder keiner gestorben. Ihr beiden seid schon wirklich furchtbar. Ich hoffe, ihr fühlt euch schlecht. Das tut mir leid. Ja, ich hoffe, so freut ihr fühlt euch schlecht. Dass man Imposter ist. Das tut mir leid. Pauline hat sogar das Game gekriegt. Die beiden haben sich bestimmt voll gefreut, jetzt dass ihr mit uns spielen könnt. Ihr seid wirklich furchtbar. Es war mein Trick. Claudio, wir machen diesen Trick nicht mehr. Ja, okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch richtig schlecht. Komm, wechsel mal auf das Geld wieder. Dann kann man das ja nicht machen, dann ja. Nein, wir spielen jetzt nochmal Pollos. Oh nein.
Wer ist gerade mit mir zu Electrical gelaufen? Ich konnte das nicht sehen immer. Gurke hat jetzt gerade auch kein leichtes Leben. Oh nein. Hallo, ist jemand von euch? Oder war das blau? Ich war nicht bei Electrical. Ich auch nicht. Ich war bei Richtung Laboratory. Okay. Ist ja einer vorbeigelaufen. Ich war in Admin, also in Office. Wieso denn, Kahn? Was war denn da? Nein, ich wollte nur gucken, wer mit mir gerade gelaufen ist. Aber ich hab's nicht, nicht bemerkt. Ja, nee, ich war das nicht. Ich war in Office. Ja, das stimmt. Aber wo liegt denn die Leiche? Direkt unter Dropship. Da ist doch dieser Ort, wo man Benzin auffüllen kann. Storage. Ja, und da davor. Also vor dem Eingang. So, und ich bin rausgelaufen. Bei Storage meinst du? Ist das Storage, wo man Benzin nachfüllen kann? Ja, ja, okay. Ja. So, und da sind Leute auch vorbeigelaufen. Ich kann gelb saven, weil gelb war drin. Ja, dann ist ja Khan sus, weil Khan hat ja gerade gesagt, er ist Electric gelaufen. Ja, natürlich bin ich sus. Waren denn da noch andere Leute? Irgendjemand war ich noch sage doch gerade die ganze Zeit, mit mir ist einer gelaufen. Ja, das war ich. Ja, also. Danja René Khan ist das. Alles Danja klar. René Khan ist das. Ja, okay, erwischt. Khan ist das. Ich wollte es nicht sagen, weil ich wusste, er will sich ein Alibi erschleichen. Khan ist das. Ja, du bist raus, weißt du, ne? So einfach war das, Claudio. Tja, wieder schlechte Imposterrunde. Okay, wer war es jetzt? Ich glaube, das muss sogar auch bei Office irgendwo passiert sein. Nee, bei Lifeline war das doch gerade. Ja. Weil ich habe gerade auch meine Task gemacht. Aha. Naja, das war ein Stackkill. Ich gehe davon aus, dass Mimi mit Claudio Imposter ist. Ja, aber wenn Mimi jetzt der verbleibende Imposter wäre, aber so oder so eigentlich für jede Person macht, also wäre es schon interessant, dass man dann als einziger Imposter einen Stackel macht, wenn es Claudio ist. Ja gut, Mimi hat bisher auch noch gar nicht mitgespielt, ne? Okay. Jetzt geht's hier auf jeden Fall ganz schön ab, Leute. Aber ich hoffe, wir finden jetzt auf jeden Fall noch die andere Person, den anderen Imposter. Wenn wir überhaupt schon den ersten gefunden haben. Aber einer von den beiden, also Khan oder Claudio, muss es ja eigentlich sein. So, ich hoffe jetzt einfach mal, tut sich jetzt hier auch mal was? So. So, ich hoffe jetzt mal, jetzt ist hier mal keiner erwischt worden. Nee, scheinbar nicht. Download machen wir jetzt auch nochmal. Das wäre natürlich jetzt schon frech, wenn jetzt hier noch ein Stackle passiert. Okay, ach, hier müssen wir auch was machen. So, jetzt sind wir hier gerade zu zweit mit Anastasia und Anastasia macht nichts. Das ist ja schon mal gut. Dann müssen wir jetzt hier noch drei Sachen bei Communications machen. Gibt auf jeden Fall noch viel zu tun, da merkt man, dass die Runde eigentlich gerade erst angefangen hat und trotzdem wurden schon gefühlt 10 Leute erwischt. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Vor allem der verbleibende Imposter. Ich hoffe mal, dass es jetzt nur noch einer ist. Der hat jetzt natürlich auch ganz leichtes Spiel, wenn hier kaum Leute rumlaufen. So, was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Ah, wir müssen hier in einer Minute wiederkommen. Okay, dann machen wir nochmal Upload. Vor allem, ich hänge jetzt hier die ganze Zeit in diesem Container fest und bekomme nichts mit von der Außenwelt. Das heißt, wenn jetzt hier um mich herum alle Leute erwischt werden, dann sehe ich das einfach nicht. Aber vielleicht ja gleich. Wir machen jetzt mal weiter. Okay, das müssen wir erst zum Alarm. Und zwar
Okay, da liegt schon mal keiner. Dann müssen wir hier entlang. Dann gehen wir hier. Okay, ach, nach da oben müssen wir ja. Ach, yo, genau. Okay, aber das wurde schon entschärft. Das ist schon mal gut. Die beiden leben auch noch, das ist auch schon mal gut. Bubble läuft jetzt gerade die ganze Zeit mit mir mit. Das ist hoffentlich... Ah, jetzt müssen wir... Ach. Haben wir die Task jetzt gemacht? Nee, oder? Ah. Tja, keine Glanzstunde von mir auf jeden Fall. Und wurde jetzt schon wieder... das ausgerufen. Okay, also ich denke mal, es machen jetzt gerade schon zwei Leute, aber ich werde natürlich trotzdem so wie ich sehe, gehört hier nach oben laufen. Okay, das hat sich auch erledigt. Dann geht's hier weiter. Jetzt geht da die Tür zu. Schauen, wer mich da jetzt besuchen kommt. Okay. Okay, unter Cafeteria, dann meint Anastasia wahrscheinlich Office. Also ich kann ja eigentlich nur Anna saven, aber es geht ja wahrscheinlich dann eh darum, die beiden. Grün! Grün ist es nicht! Grün kann es gar nicht sein, Kahn! Hab ich auch nicht gesagt. Okay, da Anastasia zwischendurch ja mit mir auch war. Will ich jetzt erstmal danach gehen, was sie gesagt hat. Ja, Glückwunsch, René. Danke. René. René. Okay, grün war es also nicht. Danja, du musst dich muten. Danja, muten, muten. Ja, ich weiß. Ich wollte René einfach nur Nachrichten aus dem Jenseits schicken, verstehst du? Okay, Anastasia war es also doch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erst hier den Alarm zu Ende machen. Ja, okay, grün war es ja offensichtlich nicht. Oder zumindest nicht nur... Oh, das ist jetzt noch ein anderer Imposter da. Also Anastasia hat natürlich recht damit, dass es schon komisch ist, als Imposter dann so zu spielen. Aber ich überlege gerade, ob grün sie ja dabei erwischt hat. Und dann hat man ja keine andere Wahl. Die war es also auch nicht. Ey, was ist denn das aber auch für eine... Was ist denn das bitte für eine Runde, Leute? Ja, okay, jetzt wird es natürlich schwierig. Ja, ich werde jetzt natürlich jetzt erstmal versuchen, okay, das zu machen. Aber... Oh nein, ja! Ja, dann lag ich doch richtig mit dir. Ja klar. Tatsächlich, ja. Ich habe keinen einzigen Kill heute gemacht. Das hat alles Anna gemacht. Auch bei Electrical, Claudio. Das war so bad vom Kahn. Ich habe gar nichts gemacht. Wie gut ist Anna denn bitte? Anna hat alle Kills gemacht. Auch in der ersten Runde habe ich keinen Kill gemacht. Das war Anna. Anna hat aber sowas von abgeräumt. Ja. Also es tut mir wirklich leid, aber also... Ja, weil du mich in der ersten... Und ich weiß natürlich, Claudio, dass du das warst, wo du gesagt hast, ich war bei Office... Ich weiß. Aber du lagst halt falsch. Ich hab den Kill nicht gemacht. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin schon wieder Crewmate, das gibt's doch nicht.
Ah, okay. Okay, ich weiß es. Okay, sehr gut. Alles klar. Ich halte dicht. Ich halte dicht. Wir arbeiten zusammen. Okay. Also ich will es nicht sagen, aber könnte das schon wieder Anna gewesen sein? Nee, das kann sie nicht gewesen sein. Weil sie stand halt gerade dabei Lower Engine. Und dann ist sie ja dann ist sie stehen geblieben, ne? Das kam mir auch verdächtig vor. Problem ist aber dann ja, ich kann eigentlich Anna saven, weil bevor Lights ausging, war sie mit mir zusammen in Medbay, da sind wir nach links gelaufen und ich habe sie aber verloren irgendwie. Ja gut, aber dann kannst du sie ja nicht saven. Ja schon, aber außer du bist mit ihr zusammen im Team und versaust es gerade für sie. Es sah auch verdächtig aus, weil sie und Anastasia, glaube ich, standen da. Oder war das? Nee, sie stand da alleine. Nee, Anastasia war die meiste Zeit mit mir unterwegs, also... Ja, okay, dann kann es Anastasia nicht sein. Also ich war gerade mit Anna. Und wen hast du in den Reaktor gelassen dann, ja? Ich konnte die Farbe Lime war ein Reaktor und Lena war, glaube ich, noch. Ja, genau, Gelb müsste auch da gewesen sein. Die beiden können es auch nicht sein. Ich weiß, was Sanja sagen will, Karl. Also sie stand da und dann ist sie plötzlich auch nach rechts gelaufen, aber sie ist nach unten rechts gelaufen, aber da war noch jemand. Okay. Da war niemand mehr. Warte doch. Nein. Doch, da war noch eine Farbe neben uns, Sanja. Doch, 100%. Ich war da gerade. Wir waren 4 Leute insgesamt. Ja, das könnte tatsächlich sein. Ja gut, es kann natürlich wieder Anna sein. Anna spielt halt echt gut, ne? Ja. Die arme Anna, ey, die ist jetzt so gut, dass sie automatisch immer in Frage kommt. Von der werde ich jetzt innerhalb von wenigen Minuten dreimal im Posten gewesen. Ja, ich skippe auf jeden Fall auch. Weil ja. Ich würde jetzt nicht sie voten, deswegen. Ja. Wenn halt wieder ein Kill passiert und sie noch am Leben ist, dann wissen wir es. Oh, wer hat denn... Ich hab auch Anna gewotet, sorry, aber ich habe sie auch gesasst. Ja, okay. Und es konnte niemand entkräften. Ja, ich finde es halt ehrlich gesagt schade, weil ich bin mir sicher, dass es Anna nicht ist. Tatsächlich. Ja, mach ich meine Aufgabe bei Electrical. Es war so klar. Ich hab gerade. Und weg ist er. So. Ah, so schnell? Nicht. Ja, kein Problem. Ja, ich kann dir aber auch sagen, wieso. Weil ich Anastasia gedeckt habe die ganze Zeit. Ja, das war ganz gut. Sie hat vor mir gewantet bei Shields, wo du nach oben gegangen bist in der ersten Runde und seitdem habe ich sie gedeckt. Sie hat auch den Kill bei Electrical gerade gemacht. Ihr seid doch wirklich... Deswegen wollte ich jetzt auch mal euch helfen. Das ist wichtiger als... Und mir war auch klar, dass es... Ich wollte jetzt gucken, wie die nächste Runde ist, um zu gucken, aber was einer von euch sagt, wegen Anastasia. Hättest du in der nächsten Runde Anastasia gesaved, Claudio, dann wäre ich auf dich gegangen. Okay. Aber Anastasia hat es auch verdient. Aber hat ja nichts gemacht. Ja, das stimmt. Khan? Was? Lass uns mal gleich in der Runde ineinander stellen, bei Navigation, und der Imposter wird dann einen von uns killen und dann wird er denken, wir sind jetzt nicht kommen. Okay, komm. Das ist eine gute Idee. Wo ist Khan? Ja, komm mit!
Ja, ich komme, ich komme, ich komme. So, perfekt. Ja, gut, 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 gut. Perfekt, bleib so. Ja. Mal gucken, ob's aufgeht. Okay. Oh nein. Ja, aber man sieht ja noch was. Ja, ja. Hä? Ja, komm, mach, 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 mach. Ja, aber es sind, guck mal, wie viele Leute da sind. Ja, aber vielleicht Double Kill. Ist es Claudio? Ach Mann. Ich wollte gerade einen von euch erwischen. Ja. Claudio? Claudio? Ja. Ja. Wie lange war denn das Licht aus, wenn ich dich mal fragen darf? Ein paar Sekunden. Was meinst du mit paar Sekunden? 5 bis 6 Sekunden. Mhm. Mhm. Hä, wieso? Nee, alles gut. Alles gut. Ja, also wir können ja sogar relativ viele Leute rausnehmen für diesen Kill zumindest. Also ja, Claudio Kahn sowieso, Micha auch. Und Riri. Riri auch. Mhm. Und noch jemand war da. Da war noch jemand dabei, genau. War das Anastasia? Anastasia war noch dabei. Ja, dann haben wir ja schon mal... Dann ja. Ich bin gerade... Danja, warum bist du so ruhig? Wollte ich gerade sagen? Naja, weil ich gerade reingelaufen bin bei Electrical und auch reporten wollte. Aber Finja war halt schon drin. Nicht sagen, also nicht sagen. Sonst hätte Finja mich halt gesehen. Finja, bist du mit Danja reingelaufen? Nein, sie ist nicht mit mir reingelaufen, sie war vor mir schon drin. Ja, aber... Und deshalb hat sie ja reported. Also hast du sie gesehen? Ich habe Finja gesehen, ja. Ja, ob sie dich gesehen hat. Aber das ist so typisch Danja wieder, ne? Was für typisch Danja? Ja, so killen und danach wieder erwischt werden. Ich weiß nicht! Bitte lass yes. mich mitspielen! Ja, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, Limette hat kein Alibi. Limette, Bubble und Riri. Machen wir das wieder, Kahn? Ja, ja, wir machen das so lange. Aber wo, wo? Ja, wieder bei Navigation. Okay. Da okay, ist okay. am besten. Weil da kommt, ja, aber da kommen so selten Leute hin. Ja, ist doch egal. Wir machen das okay, noch wir machen das da. Wer von euch Schlawinern hat denn jetzt für mich gewonnen? Moi. C'est moi. Dein Unterton. René, dein Unterton. Könnte es vielleicht Claudio sein? Weil er hat das mit den Lichtern ein bisschen vercheckt. Die Lichter waren an und er hat nicht alle gesehen. Oder so getan, als ob nur eine Person da wäre. Ich glaube, es ist Claudio wieder. Einer von den beiden ist es safe. Okay, wir warten mit Claudio ein bisschen ab. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Danja, du bist doch jetzt wirklich drauf reingefallen. Oh nein, René, es ist Danja. Hat der Trick funktioniert? Ja. Was für ein Trick? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nein. Was? Ich hab Nein, euch nicht gekillt. Nein, René, sie ist drauf reingefallen. Ich hab Danja, euch nicht wieso? Gekillt. Ich hab euch Doch. Wirklich nicht... Danja, hör auf. Claudio, ich bin es wirklich nicht. Danja, Ich würde Claudio jetzt auch nicht ganz mit rausnehmen. Kann natürlich ja, okay, auch sein, dass du ihn erwischt okay, hast. René, aber du wirst in der Aufnahme sehen, es ist so lustig. Danja kommt dahin, sieht Kahn und dann erwischt sie ihn. Nein, ja, ich muss... Ich hab doch gar nichts... Ich hab euch doch nicht mal gesehen. Doch, es ist Danja, René. Also es ist ja, das Ding ist, selbst wenn ich euch beiden gleich viel glaube, Danja war ja auch schon bei dem Kill davor dabei, ne? Ja, nein, oh nein, Danja, wir reden die ganze Zeit darüber und sie fällt drauf rein, dass... Doch, René, du bist eine Aufnahme sehen, René. Das war richtig dumm jetzt, René, tatsächlich. Das war wirklich, das war jetzt dumm. Nein, René, du kannst eine Aufnahme anschauen. Ja, kann sein, dass es falsch ist. Du glaubst doch nicht wenn jemand wirklich, sagt, ich hab's dass gesehen. Wenn ihr die ganze Zeit darüber reden, dass ich das dann nicht checke.
Was? René, willst du mir das erklären? Claudio, ich bin schon bei René. Ich wollte ihn eigentlich warnen. Aber weißt du, wo ich dich eigentlich erwischt habe schon? Ja, bei den Lights. Was sagt er? Eigentlich bei den Lights. Genau, weil er rumgeschrien hat. Die Lights waren aber schon längst an. Und er rumgeschrien hat, ja, mach, mach, mach. Und da waren schon 3-4 Leute. Und da wusste ich, dass er es eigentlich schon ist. Ey, Claudio, ne? Ja, tut mir leid. Kein Problem. Dann ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Wie wär's mal mit Entschuldigung? Ja, dann ja. Dass du aber auch wirklich glaubst, ich bin so blöd und checke das nicht, dass die beiden nicht auseinanderstehen. Seit heute. Aha, ja, extra für Among Us, ne? Ja, klar. Ja, aber dann ja, dann sag doch. Ich hab das doch gesagt. Du hast gesagt so, nee, ich versteh hier gerade nichts. Ja, weil ich die beiden auch wirklich nicht gesehen habe. Oh nein. Weil ich war ja bei den beiden gar nicht. Doch, was? Wir waren Navigation gestanden da oben. Oh Mann, Leute, aber es waren halt richtig gute Runden dabei. Und auch ein paar nicht so gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.